Also das Dorf hier ist eigentlich komplett jetzt in Ordnung. Der Golem ist total intakt. Also es scheint so zu sein, dass das Dorf tatsächlich sicher ist. Weil ansonsten hätten wir hier schon längst einen Unfall. So, so, wie der Horst sie sagen würde. So. So, liebe Leute. Ja, Lady. Ja, der Horst, das ist schon einer. So, der Le Edzardler. Wecki, wecki. Ach ja. So. So. Ja, ich baue mir gerade mehrere Türme hin, weil ich finde, das sieht sehr gut aus. Mhm. Und ich mache mir gerade Gedanken, was ich hier überhaupt mit diesem Dorf jetzt erstmal mache. Dorfbewohner entführen. Nein, die werden wir noch nicht entführen. Die werden erstmal gebreedet ordentlich, damit wir genug davon haben. Und sobald wir genug davon haben von den Viechern, dann können wir welche von ihnen zu uns nach Hause entführen, wie auch immer wir das machen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil wir ziemlich unebene Fläche haben und kaum einer von uns hat einen Strand. Ich habe einen Strand unten. Das ist das Ding. Ja, ich auch. Also ich kann, ich habe gleich einen Strand unten vor meinem Tunnel. Ich kann sie quasi mit einem Boot anliefern, dann unten in den Tunnel reinlaufen lassen und einen Wasseraufzug, wie ich dir erzählt habe, machen mit Soul Sand und sie dann nach oben schießen. Das ist möglich. Ja. Ach so, ich habe gerade wieder Sächsisch gesagt. Also hier nö. Nö. Ja. Ah, Weinchen. Das könnte ja lustig werden, wenn tatsächlich hier noch der Kiosk herkommt. Das könnte ja lustig werden, wenn ihr dann beide Sächsisch sprecht. So. Halt, was mache ich hier? Ich habe eben Horsti gefragt. Ich habe euch ja beide gefragt, wie lange ihr Zeit habt. Und Horsti, also ich denke mal, wir gehen alle konform, dass wir so lange machen, wie wir können. Ja. Und Alter, was ist hier los? Warum regnet das hier die ganze Zeit? Bei mir regnet es nicht, aber ich sehe, dass es regnet. Also, ich bin hier im Dorf und das ist in der Ebene. Da kannst du dir ungefähr vorstellen. Oh ja. Hier schifft es wie aus Eimern. Ja, das deprimiert mich. Ich finde Regen deprimierend. So. Ach, ich habe hier noch. Real Life? Wie bitte? Das kommt auch drauf an. Das kommt drauf an, was für ein Regen. Ne? Also es gibt so richtig schönen Regen, den ich gerne mag, und es gibt nervigen, einfach nur schrottigen Regen. Wir hatten hier die ganze Zeit jetzt so ein widerliches, kaltes Getröpfel. Und da hatte ich überhaupt gar keinen Bock auf. Vor allen Dingen, wenn du Fahrrad fährst zur Arbeit und von der Arbeit, dann ist das schon einigermaßen ekelhaft. Ach, du bist raus. Geht das schon wieder los? Ach nö. Nee, bitte, lass das nicht schon wieder losgehen. Sonst muss ich den WLAN-Router nochmal ausmachen und wieder an. Ich hoffe es einfach mal nicht, dass das jetzt ist. Das wäre äußerst scheiße. Also ich will dich nicht schon wieder, vor allen Dingen nicht, dass du schon wieder schnarchst. Geld wird betreten, Landschaft wird geladen. Und? Aber geil, da pennst du da einfach mal eben neben dem Rechner ein. Das finde ich irgendwie, das hat schon Kultstatus irgendwie. Ja, das kommt dann zu Nachrichten. Ich finde, das ist auch nichts Verwerfliches. Was mich allerdings wundert, meine Freundin meinte immer so von wegen, nur alte Männer würden schnarchen, Junge würden das nicht tun. Ja, also, das wundert mich. Aber dann bist du vielleicht doch älter, als du denkst. Du solltest mal mit deinen Eltern darüber sprechen, ob sie sich über dein Alter klar sind, ob das wirklich so ist. Das wär's ja natürlich. So. Ach, wann wohl der Horsti wiederkommt? Hier ist ja dunkel wie im Arsch von der Kuh. Ja, genau. Kann ruhig so sagen. Ja. Komm. Mann! Was los? Das kann nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, es liegt da nie an der Zeit oder so. Vielleicht ist es ja was Paranormales von Geistern. Ach. Ja. Da bist du bei mir gerade richtig. Der Ultra-Realist. Ja, also,
So. Also Sterne abzubauen ist auch gerade sehr ungünstig, also Blöcke allgemein abzubauen funktioniert gerade nie, also ich muss das wahrscheinlich dann nochmal neu starten oder so. Das ist seltsam. Ich habe auch letztes Mal geguckt, so in die Logs und der Server ist gut performant gelaufen und es war Luft nach oben ohne Ende. Also ich kann es mir nicht erklären. Ja. Also ich sag ja auch, es ist sportlich von dir, mit dem WLAN auf dem Server zu gehen, weil das Ding ist ganz einfach, WLAN-Verbindungen sind dafür bekannt, instabil zu sein. Ich würde es nicht machen. Ja. Ach du Sch... Okay. Ja, Höhlenabenteuer. Ja, moin. Ja, mal aus dem Game rausgehen. Ja, mach das mal. Oh, so. jetzt habe ich hier auch einen Lag gehabt. Vielleicht müsste ich auch einfach mal den Server neu starten. Ja, am Server wird es nicht liegen. Ja. Keiner mehr da von euch? Moinsen! Ja, hallo? So, ich bin da. Der Alphons hat wieder das Problem, dass er ständig vom Server gekickt wird. Oh oh. Ja, das finde ich jetzt auch scheiße, weil das Ding ist, wir wollen doch hier eigentlich endlosen Sommer machen. Ja, also. Schlafen? Schlafen? Ja, okay, da war Ben. Lass mal. Ja. Ich bin gerade in der Höhle, aber ich hab ein Bett mit. So, zack. Schlaf. Jetzt, super. Ah, endlich Bier. Ja, guten Appetit. Ja, ich sag mal Prost mit meinem Wein. Ja, und ich starte meine nächste Episode jetzt. Keine Ahnung, welche das ist. Das müsste die 7. sein für heute. Mhm. Schätze ich einmal. Gut. Ich weiß jetzt nicht, welche es bei mir ist. Wir haben auf jeden Fall 2,5 Stunden. Also, ja, insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich weg war oder so. Das muss man natürlich abziehen bei mir. Ja, also so. Ich bin wieder da, liebe Leute. Hallöchen. Leute, ich sage jetzt nicht, heute. Sag jetzt nicht Popöchen. Hallöchen, liebe Leute. Das ist auch unanständig und es ist respektlos, weil damit sagst du eigentlich, hallo du Arsch. Genau, eigentlich stimmt's, ja. Ich habe hier mein Bierchen, endlich mein Bierchen. Mit Alkohol, Aluhol, Leute, Aluhol. Mhm. Mhm. So heißt mein Let's Play Together hier, mit Aluhol. Ja, ich habe das jetzt auch übrigens endlich begriffen, warum du das Alhohol genannt hast. Mhm. Alfons, Honk und Horst. Ey, echt, du bist... Genau. Also manchmal hast du Dinge drauf, da staune ich einfach nur und denke so, hui, wenn ich das Polnische nicht mächtig wäre, dann würde ich das echt sagen. So, aber was mache ich jetzt einmal? Ich werde jetzt mal den Honk besuchen. Honk, ich komme! Ich bin gar nicht zu Hause. Okay, dann schaue ich einmal zu. Ich schaue trotzdem zu dir. Was das? Ja, lass die Kisten in Ruhe. Ja, ich mach nichts. Du wirst es in der Aufnahme, aber erst ein paar Wochen, schätze ich mal, wirst du sehen, dass ich nichts gemacht habe. Übrigens, die erste Folge mit uns allen zusammen kommt definitiv erst am 1. Juni raus. Ja, ich hab das schon meinem Publikum gesagt. Ja. Deinem Publikum. Meine Pups, Likum. Entschuldigung, Leute. Ja. Zuschauerbeleidigung ist Kult. Das sollen deine Zuschauer auch gleich mal mitbekommen. Hier sind ja noch 2 Bücher. Ja. Habe ich die hierher gebracht? Oder? Ach, Leute, mein Haus ist so lächerlich im Gegensatz zu euer Haus. Das gibt's ja nicht. Zu unserem Hörst? Im Gegensatz zu unseren Hörsten? Ja, zu euren Hörsten ist mein Horst. Wahnsinn. Okay, was mache ich nun? Ich könnte ja eigentlich... Was los? Ich muss kurz meinen Rülpser muten. Moment. Mann, ich bin wieder rausgeflogen. Alfons, was ist denn los? Du hast den WLAN-Dings da neu gestartet, oder wie? Weißt du, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt mal kurz den WLAN bei meinem Laptop aus. Aha. Oder, nee, ich tu ein bisschen neu starten und dann, ja, also ich bin mal ganz kurz weg bei Discord, wahrscheinlich auch. Oh, das tut mir so leid für dich. Ja. So. Horsti, bist du das? Schmeißt du da immer den Alphons vom Server? Ja.
Das haben wir nicht abgesprochen, dass wir ihn auf diese Art und Weise mobben. Rusty, Rusty, lass sofort den Alfons in Ruhe. Lass den Alfons los, lass ihn los, lass den Alfons los. Ja. Cool, ja, schönes Plateau hier. That's what he said. Was? Moment, ich muss jetzt erstmal. Ich hab hier immer noch. Leute, alle... schaut euch das an! Was? Schon wieder Diamanten oder was? Nö, das nicht, aber da, du hast schon einen Riesengarten. Ja, das ist meine kleine Farm. Wenn du dir ein paar Kartoffeln holen willst, hol sie dir. Nö, nö, danke. So. Später vielleicht. Ich muss mal wieder einen Dorfbewohner zu seinem Glück zwingen. Alter. Ich schau mal in dein Häuschen rein. Hast du da schon was drin in dein Häuschen? Ja, ich glaube, da steht der Amboss drin, wenn ich das wirklich. Halt! Jetzt, wo es zieht. Ha! Ich hatte gerade ein Problem. Geil. Yes, das da unten ist eine Sau. Hallo. Eine Sau? Ja, Sau. Hallöchen, hi. Hallöchen, Puppelchen. Hallöchen am Klöchen. Wie kriege ich den Vogel da... Boah, wie kriege ich den Vogel da rüber? Kann ich das da unten... Ja, schon ganz fein hier oben. Ich versuche gerade... Leute, Kartoffeln. Ja? Brutzeln gerade. Ich habe gerade geschaut. Ja, ja. Oh, falsch an. Nö, ich esse jetzt einen Apfel, mal wurscht. Du musst auch nicht vom Berg runterlaufen. Es gibt im Haus drin, gibt es einen Schacht, wo du nach unten steigen... Alter, nee, ne? Und wo du nach unten steigen kannst. Im Haus gibt es einen Schacht, wo du nach unten steigen kannst und da gibt es 4 Ausgänge. Ja. Und ein Ausgang davon führt direkt in die Lava. Nee, so böse bin ich nicht. So böse bin ich nicht. Scheiße, ey, echt, ich hasse Dorfbewohner kanalisieren. Jetzt muss ich das wieder machen hier. Also wie ist das denn? Zehn oder wir? Hä? Entführst du einen Dorfbewohner? Nee, ich versuche die gerade momentan in der Dorfmitte zu konzentrieren, damit sie erstmal sicher sind. Und dann werde ich sie füttern, bis sie kotzen, also bis sie Kinder auskotzen. Ich weiß ja nicht, wie die sich vermehren. Das ist ja ein ewiges Mysterium, wie Dorfbewohner sich vermehren. Ja. So. Lecker. Mein Kackstift. Lecker, Schmecker. Ich werde jetzt weiter. Was? Bett? Was? Was? Ich werde jetzt wieder. Dein Discord. Jawohl. So, die Welt hat sehr schnell geladen und das Spiel läuft direkt und es läuft alles wieder wie normal. Ja. Eben ist dein Discord. Kann ich Dinger bauen? Ja. Also es ist alles wieder normal, ich kann auch Blöcke abbauen und die Blöcke, die fallen dann auch weg und bleiben dann nicht für immer weg. Okay, dann solltest du vielleicht, wenn du das WLAN neu startest, also nachdem es Auto abgeschaltet ist, solltest du vielleicht immer mal wieder irgendwie auch den Rechner neu starten oder Minecraft neu starten. Letzten Endes lag es daran, dass ich nicht den Laptop neu hochgefahren habe, sondern das WLAN einfach ausgemacht habe und wieder angemacht habe auf dem Laptop. Okay, wahrscheinlich hat das irgendwie Probleme, den neuen Status zu erkennen. Also der Laptop hat ein Problem, den neuen Status zu erkennen und macht deswegen halt Zicken. Okay, ich verstehe. Kann gut sein, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, deswegen. Ich kann auch keine Ferndiagnose machen, ich kann halt nur sagen, manchmal gibt es da halt Probleme, dass da der Status neu erkannt wird und so. Haha, guck mal, ich habe einen Dorfbewohner wieder geholt, yo! So, Digga, komm aus dem Boot. Komm aus dem Boot mit dem Schlot. Was? Ah, was ist denn jetzt los, Horsti? Du brüllst hier. Was los? Was heißt mein Haar? Was? Ich habe wieder was gefunden. Schon wieder Diamanten. Ich bin hier der Einzige. Schön aus. Ich bin hier der einzige Minecraft-Harzer. Echt, ey. Ich hasse das. Freu.
Ja, welche Brühe bin ich? 9. Ruhig. Grundgeschwein. Ruhig. So. Und Alfons, läuft jetzt alles immer noch? Alles läuft perfekt. Super, mein Guter. Dann, mein Güster. So sagt man doch auf Sächsisch. Ganz kurz geleckt. So sagt man doch auf Sächsisch. Mein Güster. Das kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Was aber absolut geil, also meines Erachtens klingt es sehr geil in, auf Sächsisch, ist erotisch. Also erotisch. Ach so. Erotisch. 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 Das hört sich so absolut unerotisch an. Ja, das ist ja das Ding da dran. Entschuldigung, ist aber so. Das hört sich so absolut unerotisch an. Da mag man schon gar nicht mehr. Da mag man gar nicht mehr an irgendwas erotisch denken. Ja. For real. So. Sorry. Meine lieben Zuschauer, für eure Information, da ich mit euch hier überhaupt nicht mehr rede. Ich versuche jetzt, wie in meiner Singleplayer-Welt in den Dörfern, erstmal die ganzen Werkbänke hier in die Mitte zu bringen, damit die Jungs und Mädels hier auch Jobs haben. Naja, die Jungs, es sind ja nur Jungs. Ich werde nicht müde, es zu sagen. So. Oh, so, da jetzt mache ich ich mache wieder Strip-Mining, Leute. Hat er jetzt ein D gesagt oder hat er keins gesagt? Hab egal. Oder? Es ist nicht egal. Egal. Oh nein, bitte nicht den Wendler. Ich krieg bei dem Vogel einen Kotzanfall, ehrlich. Also jetzt haben wir einen Honk. Ja. Nee, das weiß aber fucking jeder, dass ich den Typen nicht abkann. Ja, ich hasse ihn auch wie die Pest. Ich hasse diesen Kerl. Das kann sich keiner vorstellen. Hass kann man nicht sagen. Hass, ja, ich hasse ihn. Viel. So, wollt ihr mal schlafen? Schlafen. Ja, klar. Ja, Moment. Sag, ich liege in meinem wunderschönen Bett. Ich habe ein Bettchen oben vergessen. Okay, dann machen wir mal Time Set Day. Moment, das kriege ich hin. Okay. So. Tag. So. Tagchen. Tag. Habe ich gar nicht gemerkt. Und der Honk sprach, es werde Tag und es werde Licht. Tag. Doch, der Honk sprach, es werde Licht. Doch Horst fand den Schalter nicht. Ja, ja. Geil. Doch Horst kannte das Command nicht. Ja, genau, stimmt. Oh, ja. Ey, Wahnsinn. Dias, Essen. Essen. Rotstein. Essen. Doch, ganz viel Essen. Lapis Lazuli, alles auf einen Fleck, Leute. Was ist das? Bin ich hier eigentlich der Einzige, der Hochdeutsch spricht? Ich kann auch Hochdeutsch sprechen, aber das mache ich nicht wirklich gerne. Ja, ich weiß, ich habe ja am Anfang überhaupt nicht realisiert, dass du irgendwie Sachse bist. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht realisiert. Und dann sehe ich das da. Und dann hast du tatsächlich so ein paar Sachen gesagt, wo ich dann, aha, ja, doch, das ist sexistisch, was er da sagt. Sächsisch. Sexistisch. So. Was? Cool. Ah, so viele Eisen, Leute. Was? Ich weiß immer nicht, ob ich das lieben soll oder ob ich es hassen soll, Dörfer zu betreuen. Echt? Was ist jetzt passiert? Was mit dir los? Hey, komm da raus! Vogelchen! Schon wieder! Was denn? Dias! Dias! Cameron Dias! Und ich bin hier der Einzige. Ich bin hier der Einzige, der hier verdammt nochmal auf dem Zahnfleisch rumgrindet. Warum? Womit habe ich das verdient? Horsti, halte ein! Ja, genau. Honk, halt ein. Ich freue mich schon wieder. Fast wurde ich wieder zum Bratpudel, Leute.
Pass auf, er hat tierisch viele Dias und freu. Und dann auf einmal. Leute, ich bin tot. Leute, das kann nicht sein, ich bin tot. Wie mache ich das jetzt, Leute? Genau Leute. Vor dem Dias ist eine Lava. Och nö, Alter, was ist jetzt los hier? Ein Streibe auf sein Grundstück schenkt Barmherzigkeit, war das? Oh, du liebe Caritas, was kleine Leider spenden, schürzt die großen Neuarsch.